Hier seht ihr in Luftkurt Neukirchen, irgendwo in Hessen zwischen Marburg und Fulda. Kennt ihr nicht? Naja, macht ja nichts. Die Luft ist schon okay, sonst gibt es aber auch nichts hier. Ich glaube, wenn man alt ist, kann man hier gut leben. Aber wenn man 15 ist, ist es echt scheiße. Ich will auf jeden Fall weg hier. Am besten noch in diesem Sommer. Zum Glück geht die Schule noch ein halbes Jahr. Dann sind die Abschlussprüfungen und die 10. Klasse ist endlich vorbei. Wer Abi machen will, muss auf eine andere Schule, in eine größere Stadt. Viele von uns gehen dann nach Alsfeld aufs Berufsgymnasium oder nach Melsungen. Ich will nach Frankfurt, das ist am weitesten weg. Ich werde dann von zu Hause ausziehen und mir eine eigene Wohnung suchen. Okay, Leute, einen schönen guten Morgen. Moin. Einige von euch haben das letzte halbe Jahr nicht viel gearbeitet. Deshalb habe ich heute hier einen Haufen Übungsmaterial mitgebracht, mit dem wir uns die nächsten Wochen beschäftigen werden. Ja? Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Hanna? Sind das die gleichen Prüfungsaufgaben wie in den Starkheften oder sind die irgendwie anders? Typisch Hanna. Wenn sie die Schule verlässt, wird ihr, glaube ich, alles zusammenbrechen. Sie hat immer alles im Griff. Das ist manchmal auch anstrengend. Kann immer ein bisschen still sein. Aber sie ist echt die beste Freundin. Alles klar? Ja. Okay, dann kommt nach vorne und holt euch das Material ab. Das ist Tobi. Der sieht immer so besorgt aus. Tobi und Josh sind beste Freunde, seit ich sie kenne. Obwohl sie total verschieden sind. Tobi ist ziemlich sensibel und immer unglücklich verliebt. Josh kommt bei allen super an mit seiner verpeilten Art. Seit kurzem ist er zum ersten Mal richtig verliebt. Ich glaube, das ist echt schwer für Tobi. Josh ist viel selbstbewusster als ich. Immerhin hat er eine Freundin. Ich bin schon seit einer Weile in Tabea aus der B verliebt. Aber irgendwie kriege ich keinen Kontakt zu ihr. Jetzt haben wir nur noch ein halbes Jahr. Vielleicht sehe ich sie dann nie wieder. Vielleicht sollte ich sie mal auf Facebook als Freund anfragen. Die 10. Klassen führen kurz vor der Abschiedsfeier immer ein Musical auf. Wir machen Moulin Rouge. Man konnte zwischen Schauspiel, Musik, Tanz und Bühnenbau wählen. Ich habe natürlich Bühnenbau genommen, da ist die Gefahr, sich zu blamieren, am kleinsten. Wenn wir schon hier weg müssen, dann will ich wenigstens die beste Abschlussfeier, die es je gab. Und deshalb will ich auf gar keinen Fall mit den Neunern feiern. Guck mal, dann geht das nur bis 9:30 und dann bis der ganze offizielle Teil rum ist und dann gehen die alle und besaufen sich da im Park oder was. Dann kommt das auf jeden Fall zur Schlägerei und dann ist doch der ganze Abend versaut, wenn wir das so machen. Ich wünsche mir einfach so eine richtig, richtig coole Abschlussfeier, wo wir uns auch noch in 5 Jahren dran erinnern können. Macht jemand mit beim Kulturbeutel? Nein, danke. Will jemand beim Kulturbeutel mitmachen? Möchte jemand mitmachen? Hi, ich würde gerne mitmachen. Cool, wie heißt du denn? Ich bin die Laura. Als ich vor kurzem neu in die Klasse kam, haben viele mich direkt abgestempelt, weil ich in einer Wohngruppe wohne. Ich wusste in den Pausen nie, wo ich mich dazustellen sollte. Das war echt unangenehm. Doch dann kam Hanna. Und die war gleich super nett. Vielleicht werden wir ja Freundinnen. Das war mir klar, das ist so typisch. Sie hat sie jetzt verliebt. Was ist das denn hier? Und du willst auch so. Ja.
Manchmal hätte ich gern so ein Leben wie Leonie. Sie sieht gut aus, ist nett, gut in der Schule und immer im Mittelpunkt. Und sie hat einen Freund, der ein Auto hat. Ich hätte gern die Spaghetti Bolognese. Ja, gerne. Ich nehme dasselbe. Ich bin total froh, wenn die Schule rum ist. Dann kann ich vielleicht mit Julian zusammenziehen. Das hört sich vielleicht albern an, wenn man erst 15 ist. Aber ich habe das Gefühl, er ist der Richtige. Im Moment gibt es in Deutschland über 16.000 eigenständige Studienzweige, Studienrichtungen. Das heißt, das Angebot ist unwahrscheinlich groß und unterscheidet sich manchmal auch nur in Nuancen. Sie möchten alle die weiterführende Schule besuchen. Was wird denn das für eine sein bei Ihnen? Also bei mir wird das ein berufliches Gymnasium. Ein berufliches Gymnasium. Wissen Sie denn auch schon, in letzter Zeit werden wir dauernd gefragt, was wir mehr werden wollen. Das nervt. Wahrscheinlich Ernährung. Und wissen Sie auch, was Sie danach damit machen möchten? Nein, das weiß ich noch nicht. Noch nicht so genau. Würdest du dich stören, in deinem Job viel zu reisen? Nö. Nee. Fühlst du dich sicher, wenn du vor anderen etwas sagen oder eine eigene Meinung vertreten musst? Nö. Ja doch, wir fühlen uns ja sicher. Oder? Ach so, ja. Ja. Auf dem BG in Alsfeld muss man einen LK wählen. Pädagogik, Mechatronik, Gesundheit, Ernährung oder Datenverarbeitung. Alles andere ist wohl eher nicht so gefragt. Der Einzige, der schon weiß, was er machen will, ist Philipp. Der wird Musiker. Das ist eh klar. Das letzte halbe Jahr wird voll Stress. Ich freue mich jetzt schon auf die Abschlussfahrt in die Toskana. Endlich mal eine Woche nichts tun. Nochmal. Noch einen drauf. Okay. Ich spiele Trompete, seit ich 10 Jahre alt bin. Ich probe jeden Tag, vor der Schule und nach der Schule, zusammen mit meiner großen Schwester. Jetzt in Achteln. Okay. Papa wollte früher auch was mit Musik machen. Jetzt spielen wir alle ein Instrument. Wir wohnen alle ziemlich verstreut. Der Bus sammelt uns jeden Morgen ein. Das dauert. Jetzt sind nachmittags die Musicalproben. Da haben wir wenigstens keine nervigen Neuner mehr im Bus. Bist nicht tot? Nach der Schule fahre ich oft zum Zocken zu Tobi. Sein Internet ist schneller. Hallo? Alter! Jetzt kommt er wieder hier runter. Hallo. Oh, Spaß, ey. Du bist der größte Spacken. Guck mal, hier haben null Tode. Du bist der größte Spacken, ey. Guck's dir an, Alter. Ich werde Tobi und Hanna echt vermissen. Aber Jule vermisse ich auch. Wir sind in den Ferien zusammengekommen. Jetzt sehen wir uns leider selten. Nach Frankfurt fahren ist echt teuer und langwierig, wenn man noch kein Auto hat. Ich hoffe echt, dass wir das halbe Jahr noch durchhalten. Ist die Anna Trescher bei dir im Bus? Dann frag sie mal bitte, warum sie jetzt nicht beim Komitee ist. Ja, und was mit Vanessa?
Die Hälfte hat es anscheinend vergessen. Die sind einfach alle im Bus. Hey, du ach, hast doch gestern. Ja, das war gestern noch nicht. Ich vergessen. Eben. Dann also, machen wir das mal. Wie sieht das denn generell mit dem Programm aus? Machen wir das? Machen das die Lehrer? Wer moderiert das? Wer organisiert Herr Rüdiger, das? Oder? Ich wäre dafür, dass die Lehrer das machen. Können wir nur bitte den Lehrern oder so sagen, dass die bitte nicht so ellenlange Dingsens da halten? Das wissen sollen. Die schon. Haben wir schon gemacht. Ja, ich will, dass wir ein schönes Lied da spielen irgendwie, dass wir weinen oder so. So am Ende oder so. So ja. Wenn wir mit der Zeugnisausgabe fertig sind, da kommt dann so ein ganz trauriges Lied und dann. Dann fangen alle an zu weinen und dann ist Party. Jetzt geht's endlich los und es gibt ja auch echt einiges zu tun. Bei Tigges anrufen wegen Brötchen für den Abschlussball, Anna schreiben wegen der Nebelmaschine, Isabella fragen wegen der Geldsammelaktion, überlegen, wer bei der Band mitmachen könnte, Brainstorming für die Mottos, dann wollte ich noch Muffins für die Musicalprobe backen und Laura muss ich auch noch zurückrufen. Laura! Laura! Wo bist du? Laura! Ich bin doch hier! Schreien ist so Florenz. Was machst du hier? Die Frage ist eher, was machst du hier? Ich sitze zu Hause, warte auf dich und du? Du treibst dich mit diesen jungen Gören rum und gaffst. Das könnten deine Töchter sein. Sind es aber doch nicht. Florenz, du übertreibst doch. Du müsstest Belle nur einmal tanzen. Ich habe Theater gewählt und es macht total Spaß. Ist das nicht der Fall so? Ja. Ach, scheiße. Ja, dann fang doch nochmal an. Florenz, du übertreibst doch. Du müsstest Belle nur einmal tanzen sehen. Dann würdest du auch verstehen. Oh, ich verstehe. Verstehe sehr gut sogar. Du kommst jetzt nach Hause, dann sorg ich dafür, dass du mich verstehst. Madame, bitte beruhigen Sie sich. Sie stören die anderen Gäste. Erhalte deine Garstigkeit aufrecht. Laura. Laura. Wenn du hier mit... Wo sind wir? Die Mädchen meinen Ehemann verführen wollen. Bleib garstig. Zweiter Akt von Anfang an. Okay. Ich komme auch super mit den Leuten klar. Nur so wirklich angefreundet habe ich mich mit keinem. Mit möglichst wenig Textkontakt. Eigentlich müsste ich für die Prüfung lernen, aber ich habe gar keine Lust. Hanna hat immer noch nicht zurückgerufen. Eigentlich bin ich ja zu alt für sowas. When you are not strong and everything's blue and you feel like everybody is somehow wrong. Philipp mal alleine. Alleine? Ja. Ich unterstütze dich ein bisschen, wenn es mir zu leise ist. Ich habe Musik gewählt, weil ich dachte, das wird easy. Von wegen. When you are not strong and everything's blue and you feel like everybody is somehow wrong. Jetzt ein bisschen aufdrehen. Was? Ein bisschen aufdrehen. Bisschen lauter. Look up and you're fine. Look up and you're fine. If you put down your walls. I defend and fight as your army of gods. Eigentlich wollte ich ja noch warten, aber ich habe dann doch bei Julian übernachtet. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich bei Melissa war. Ich habe mich am nächsten Morgen sogar vor ihr Haus gestellt, damit sie mich dort abholen. Weil ich nicht so gut lügen kann, habe ich ihnen aber bald die Wahrheit gesagt. Sie waren schon sauer, aber zum Glück nicht lang. Jetzt übermorgen ist doch dieser Infoabend, ne? In der Schule in Alsfeld. Nee, in unserer Schule ist der, Mama. Dafür habe ich jetzt Stress mit meinen besten Freundinnen.
Die sind genervt, weil ich am Wochenende nur noch was mit Julian mache. Irgendwie habe ich immer Stress mit irgendwas. Meine große Schwester ist für ein halbes Jahr nach Frankreich abgehauen. Irgendwie macht ohne sie alles weniger Spaß. Hier wird nicht von 1 bis 6 die Noten gewertet, sondern die Punkte von 1 bis 20. Also 20 ist das Beste und 1 ist dann das Schlechteste. Aha. Okay. Also in Englisch habe ich 19. Boah, in Englisch? Schleimscheiße. Ja. In Deutsch habe ich 19,46. Die machen auch noch Kommazahlen wie draus. In Deutsch? Kriegst du nicht mal 20 Punkte? Meine Lehrerin hat mir gesagt, sie gibt nicht so gern 20 Punkte. Die ist zu schlecht. Hanna hat sich endlich gemeldet. Sie hat einen echt vollen Terminkalender, aber heute hatte sie Zeit. Zielscheibe. Schere? Nee. Nee, doch nicht. Farbkleckse. Scheiße. Käse. Mund. Herz. Spinnennetz. Feuer. Eiswürfel, Eiswürfel, Apfel, 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 Dino. Herz. Pferd. Nein, doch. Ist doch gerade eingefallen. Mal so zusammenziehen schon, glaube ich, das ist nicht so. Ja, das ist schon ein krasser Schritt. Und ich meine, ja, ist aber auch schwierig, weil Wohnungen in Frankfurt quasi so teuer sind und. Ist echt so mega teuer. Dann müsst ihr quasi eine WG aufmachen. Ja, können wir eigentlich zusammen machen. Echt so? Lisa will vielleicht auch nach Frankfurt gehen nach der 10. Oh, ich glaub, dann wär's immer das wäre echt cool. Ja, aber immer noch besser als alleine. Ja, das auf jeden Fall. Aber du musst schon auch deinen Dreck wegmachen. Ja, natürlich. Ich bin gelernter Hausmann. Eigentlich finde ich Chatten voll nervig. Vor allem Smileys. Weil jeder erwartet, dass du sie an jeden Satz dranhängst. Sonst denken gleich alle, man wäre sauer oder so. Bei Jule ist das anders. Rückspulknopf drücken. Weil die Musik vorher kommt und du die Musik unterbrichst und die Bühne natürlich leer ist, weil jetzt die Vorführung stattfindet. And sometimes it's rough and you think of the mess and so all the ways of your journey have come to an end. Being straight behind you are das jetzt so geplant, dass wir das Komitee während dem Unterricht machen.
Ich glaube, das war eine gute Idee. Leute? Leute? Könnt ihr mal ein bisschen still sein? Also, ich finde es cool, dass ihr jetzt alle da seid. Und am 18. Juli ist halt unsere Abschlussfeier. Das ist halt, dass wir da irgendwie mal versuchen zu planen. Und erstmal gucke ich jetzt, ihr habt ja euch alle eingetragen, wer jetzt von denen alles da ist. Also Philipp. Jawohl. Isabella. Yes. Anna Trescher. Ja. Ele. Ja. Jenny. Ja. Chiara. Ja. Silan. Kim. Ja. Leonie. Anna. Ja. Und Nikolas. Oh ja. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt erstmal irgendwie Fragen oder wollen wir irgendwie was anfangen zu klären? Wegen dem Abschlussabend, da haben schon so ein paar den Vorschlag gehabt, dass wir vielleicht das so nach einem Motto machen. Ja, also ich hatte das auch schon überlegt. Es gibt halt verschiedene Sachen. Also irgendwie, wir können, also zum Beispiel in Steinertal gab es halt so irgendwas mit James Bond oder so. Manche haben so gesagt, sie fänden so einen amerikanischen Abiball cool. Weil ich das Geld für Weihnachtsgeschenke komplett für Klamotten ausgegeben habe, durfte ich jetzt nicht mehr so viel einkaufen. Ich kaufe mir schon gern Sachen. Die Leute sehen dich einfach anders an, wenn du gut angezogen bist. Und das gefällt mir. Manchmal stelle ich mir sogar vor, wie ich von Paparazzi verfolgt werde. Von der Länge her geht's aber. Mit dem Kragen hier. Mit dem Kragen, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, also generell. Von der Länge her ist es ja... Okay, aber so. Julian hilft mir total, obwohl er sich gar nicht für Kleider interessiert. Das finde ich echt süß. Das glänzt auch so. Ja, ja. Und so vom Dekolleté finde ich es ja auch nicht. Nein, so schön. Gar nicht. Machst du noch ein Foto? Von vorne und hinten? Ja. Moment. Nicht so passend, ne? Also, die Farbe finde ich schön. Ich bin trotzdem total unentschlossen. Hab in den letzten Wochen bestimmt 30 Kleider bestellt. So, pass auf, jetzt auf die Füße, hier einen Schritt zur Seite. So, fass mal relativ weit unten an, da hast du ein bisschen Platz. Oh, los. Gut. Jawohl. Jetzt noch ein bisschen hier rüber, ja, mit. Genau. So, genau, wo die einschlagen. Gut, das reicht schon, danke. Das ist mein Vater. Er ist Holzkünstler. Ich muss ihm immer helfen. Eigentlich bin ich gar nicht so der handwerkliche Typ. Ich frage mich, ob ich als Erwachsener auch so Hobbys haben werde. Glaube eher nicht. Hab mit Jule überlegt, nach Afrika zu gehen. Entwicklungshilfe. Ja, der war jetzt relativ schwer. Ich vermisse sie. Sie hat sich auch schon beschwert, dass wir uns so selten sehen. Und der hat quasi den Kopf eingehangen, ne? Der muss oben, das war natürlich schon 5-6 Meter hoch. Ja. Den hebe ich dann allein immer. Ja, das der wiegt bestimmt 150 Kilo, wie der Kopf wiegen. Ich glaube, da ist auch noch ein Bild, wo komplett drauf ist. Ja, genau, da steht. Lächel sie an, der Moment ist perfekt. So bekomme ich immer die Mädchen ins Bett. Sie kommt auf mich zu, doch ich schau auf den Boden. Ich bin gar kein Macho, ich habe gelogen. Manchmal wünschte ich, ich hätte eine eigene Band. Dann fände mich Tabea vielleicht auch cool. Ich bin kein Feigling, ich bin ein
Oh, jetzt ist sie on. Wieso schreibt sie denn nichts mehr? Oh Mann, Tobi ist schlecht drauf. Jetzt wird's mies. Josh versteht mich überhaupt nicht. Ich habe immer das Gefühl, ihm auf die Nerven zu gehen. Ich hätte nicht antworten sollen. Absolut sinnlos, mit Tobi zu chatten, wenn er so drauf ist. Jetzt habe ich auch noch Zahnschmerzen. So ein Scheiß. Ja, bei uns ist irgendwie im Moment Kacke. Warum? Ja, irgendwie mit dem Trompeten läuft es irgendwie überhaupt nicht so gut. Irgendwie. Wo? Ja, ich habe irgendwie im Moment überhaupt keine Lust und irgendwie gar keine Motivation, irgendwas zu spielen. Irgendwie, weil alleine macht es auch keinen Spaß und irgendwie jetzt, wo du weg bist, irgendwie ist es komisch. Deine Posaune vermisst dich. Ich vermisse sie auch. Ja, und wie läuft's mit den Prüfungen? Ich gehe da jetzt auch bald an, oder? Ja. Nee, die kommen jetzt noch. Ist halt irgendwie voll viel Stress im Moment irgendwie. Also ich habe am meisten Angst vor Mathe eigentlich. Ja. Weil ich glaube, Mathe. Und jetzt mussten wir uns ja aber entscheiden, irgendwie welches Fach wir belegen wollen, ne? Was soll jetzt? Ich hatte Pädagogik gewählt, ja, aber die haben mich da irgendwie nicht angenommen. Warum? Bist du schlecht oder war das wieder? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja immer noch meinen 1,9 Durchschnitt. Ja. Ja, aber irgendwie waren die anderen besser und... Das ist ja Mist. Jetzt habe ich mich dann für Ernährung und oder Gesundheit eingetragen. Hä, das ist doch... Das ist eigentlich nicht so, meins, ja, aber irgendwie bleibt mir im Moment nichts anderes übrig, weil ich auch keinen Bock auf Mechatronik habe. Ja, aber was willst du denn mit Gesundheit und Ernährung? Da kannst du irgendwie Fitnesstrainer werden oder was? Ja. Ich wäre auch nicht so cool. Astralkörper ins Licht.
It's the weight of the warm black sun on your chin. It can leave you with anything if you will. Ich bin momentan nicht so erreichbar, aber wenn ihr mir einfach eine Nachricht hinterlasst und sagt, wer ihr seid, dann rufe ich euch zurück und dann können wir alles weitere später besprechen. They'll leave me alone at night again. It's the taste of the ocean side, if you will. And the gathering of all our friends in the rain. I believe that the tale is right. I believe that you'll get yon out. Let's get on out of this place. And taste the light today. Meistens mega peinlich. Aber du, Philipp, du traust dich wenigstens und andere trauen sich sowas nicht. Ich finde, das ist dann auch eigentlich egal, ob es gut klingt oder nicht. Also bei dir klingt es eh gut. Doch, zusammen. Ich finde, unsere Stimmen passen einfach. Aus Klo oder so. Irgendwie ist gar keiner von meinen Muffins. Ich mache immer alles für die anderen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die finden das eher aufdringlich. Tada! Oder übertreibe ich vielleicht? Und dann wurde bei mir auch noch eine Fructoseintoleranz festgestellt. Was praktisch bedeutet, dass ich gegen Kuchen allergisch bin. Gegen Kuchen. Irgendwann werde ich das sicher witzig finden. Aber im Moment ist mir eher zum Heulen. Janti und ich haben uns zum Essen verabredet, damit wir uns endlich mal wieder sehen. Julian war nicht so begeistert. Er findet Doppeldates komisch. Was habt ihr morgen so vor? Wir haben morgen unseren Jahrestag schon. Echt? Ja. Was macht ihr? Eigentlich wollten wir an den Silbersee fahren und Tretboot fahren und halt picknicken oder so. Und da ist auch so eine Sommerrodelbahn, aber morgen soll es regnen. Ja. Und deswegen gehen wir wahrscheinlich ins Schwimmbad. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist viel zu unspektakulär für den Jahrestag so. Naja. Was habt ihr so gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau. Was haben wir gemacht? Keine Ahnung. Achso, im zweiten Jahr waren wir mit Sophia und Julian beim Chinesen. Also jetzt auch nicht so was Besonderes. Im ersten Jahr, wir hatten morgens auf jeden Fall Frühstück am Bett. Und dann abends, glaube ich, gegrillt oder so. Also was Besonderes. Ich habe im Moment echt keine Lust, zu dir zu gehen und mich zu entschuldigen. Ja. Selbst wenn er es kleinlich findet, aber keine Ahnung, ja. Ich weiß halt nicht, ob man halt so lange warten soll, weil dann
also ich kenne es halt auch und dann kommen vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen dazu oder irgendjemand sagt noch was und dann findet man das noch viel schlimmer und so. Und das, also ich würde es halt jetzt am Anfang klären. Vielleicht bin ich einfach zu krass gewesen. Aber wenn ich jetzt ankomme, sieht das so aus, als würde ich ihm hinterherrennen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also was machen wir? Wir machen jetzt die Zwiebel, dann Hackfleisch. Dann die Zwiebel dazu. Ja. Hab mich endlich mal wieder mit Hannah verabredet. Sie war ja total krank, die Ärmste. Darfst du es eigentlich mit den Tomaten essen? Nee, also die Tomaten darf ich nicht. Aber ich habe mir jetzt so Dings hier, so Sahne mitgebracht. Und dann kann ich mir eine sogenannte weiße Bolognese machen. Okay, und die schmeckt? Ja, ich hoffe doch. Was darfst du zum Beispiel sonst noch so nicht essen? Ich darf kein Obst und kein Gemüse. Und, danke. Also kein Obst und kein Gemüse. Und kein Weinzucker, weil der zur Hälfte aus Fruchtzucker besteht. Okay. Kein Kuchen und sowas. Also gebacken ist generell schwer. Ich glaube, wir können das Hackfleisch jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, und wie ist es so mit Tobi? Hat er sich noch mal gemeldet nach einem Schritt? Nee, bisher nicht. Keine Ahnung, was so ist. Das heißt also, du bist nicht aus Missouri? Hab die Weisheitszähne rausbekommen. Jetzt ist wohl erstmal Trompetenpause. Läuft ihr echt bei Philipp, seitdem er die Weisheitszähne raus hat? Der Dienst hat auch gesagt so, ey Philipp, ich muss dich mal was fragen, ja? Sebastian, ja, stimmt das hier nicht? Nee. Wer waren später noch dabei? Jessica und Christina waren noch dabei. Wer ist denn das? Die kleine Blonde aus unserem Jahrgang. Ohne Scheiße, ich weiß. Ohne Wissen, die abgegangen sind, das geht gerade. Nur noch 4 Wochen bis zur Klassenfahrt. Und ich weiß immer noch nicht, mit wem ich in einen Bungalow gehe. Hanna wollte erst mit Anna und Lisa. Mich hat sie nicht gefragt, aber ich dachte, das macht sie noch. Dann war aber klar, dass die große Maria mit denen will und dass kein Platz mehr frei ist. Eigentlich wollten aber Leonie, Janchi und Elisa mit der großen Maria. Und dann ging der Stress los. Und Annalena und Jenny wollten erst mit der kleinen Maria. Aber dann konnte sie die Lache der beiden nicht mehr ertragen und hat gesagt, sie will zu Hanna. Also ist bei Annalena und Jenny ein Platz frei. Ich frag die beiden heute. Ja. Ich will das mal. Hi. Hi. Ich wollte euch fragen, weil wegen dem Bungalows, ne? Wegen Italien. Ob ihr da vielleicht noch Platz hättet, weil ich habe irgendwie noch keinen, wo ich jetzt schlafen kann. Ne? Also im Moment sind Jenny und ich halt zu zweit und es sind ja mal 4 Schlafplätze. Ja, also ich habe kein Problem damit, wenn sie bei uns reinkommen. Also weil du möchtest, kannst du gerne mit. Ich bin so erleichtert. Ich fand Annalena sowieso immer nett. Irgendwie sind nur wir allein.
Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich sehe es noch, du betrügst mir diese Flittchen. Oh, warte, raus! So, und jetzt zu dir. Was soll das? Ich habe dir vertraut, ich habe dich geliebt. Du schaffst es. Hell. Du hast es gar nicht richtig gesehen. Ich habe gesehen, ich habe einfach mal auf dem Kopf. Warum? Warum? Warum kommst du aus der Garderobe? Hatte mir den Jahrestag viel schöner vorgestellt. Wir waren im Schwimmbad und haben dann noch Pizza gegessen. Aber irgendwie hatten wir beide schlechte Laune. Vielleicht hatte ich einfach zu hohe Erwartungen. Die kenne ich aber eigentlich auch nicht. Was ist das? Applaus, Applaus. Anna will eine Band gründen für den Abschlussball. Klar, habe ich ja gesagt. Vielleicht findet Tabea mich ja dann interessant. Das nicht. Das, voll ist, das ist für dich. Das ist für mich. Also weiß ich nicht. Wenn wir das sehen können. Ja, oder wir fangen jetzt einfach mal mit Applaus, Applaus an. Dass wir das mal. Das kann ich aber nicht. Meinst du könntest das mal probieren? Also meinst du kommst wir rein? Ja, können wir es, ja. Und wir könnten noch What I've Done spielen. Ja, da brauchen wir aber die Noten für. Das. Ja. Na gut, wir spielen wir erstmal. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Andere Lieder kann ich besser spielen. Ja, das ist das schon. Das klingt auch schon mal gar nicht so schlecht. Es ist halt nur die Frage, was wir jetzt noch für Lieder machen wollen. Also, weil wir können ja nicht nur ein Lied machen. Wir könnten ja auch alles in der Cloud spielen. Das haben wir doch in der 5. Mal gesungen, die ganze. Ja, das wäre eigentlich auch ganz cool. Passt das so vom Text? Ja, ich glaube nicht, aber es wäre so voll die gute Erinnerung. Ja, wir können ja mal jetzt What I've Done spielen. Worum geht's denn da? Also, ich meine, wir wollen ja auch was finden, was so ein bisschen. Der ist eigentlich ganz schön, der Text. Passt der auch so zum Abschluss? Eigentlich schon, ja. Ja, wir können ja gucken, ob wir noch irgendwas finden, was ein bisschen besser vom Text her passt zum Abschluss. Jule hat geschrieben, ob sie mich auf dem Festnetz anrufen kann. Das hat sie noch nie gemacht. Okay. Ja. Schon so ein bisschen. Ich glaube, Jule macht gerade Schluss mit mir. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, schon okay. Ja, okay. Ja, tschüss. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das mit der Band überhaupt will. Ich würde total gerne in der Band spielen, aber jetzt, wo es so konkret wird, ich weiß nicht genau. Es gibt auch noch diese Folge vom Bosshaft unterwegs, wo die im Zoo unterwegs sind und da machen sie die ganzen Tiergeräusche mit Butner. Wie zum Beispiel wie bei den Hühnern, so diese Bock. Ob ich nochmal zu ihr fahren soll? Das war ein geiler Abend, auch wenn ich am nächsten Tag Stress mit meinem Papa hatte. Ich habe im Moment einfach keinen Bock auf Trompete spielen. Und auf Lernen auch nicht.
Körperspannung. Aufbauen, zieh mal die Fußspitzen an, fest hier erstmal den schmalen Griff. Kannst auch die Füße überkreuzen, wird es sich vielleicht angenehmer. Die Bewegungsausführung nach oben, nicht ganz im Ellbogengelenk strecken. Wir arbeiten immer mit leicht soften Gelenk. Mach mal ein paar Wiederholungen, sag mir mal was übers Gewicht. Ja, ist ganz in Ordnung. Okay, zieh immer schön bis zum... Ich habe mich für ein Probetraining angemeldet, obwohl es gar nicht so mein Ding ist. Vollständigen Bewegungsradius hast, so dass die Gewichtsplatten nicht ganz aufsetzen. Sehr gut. Ich dachte, das lenkt mich von Jule ab. Hat aber nicht funktioniert. Manchmal bin ich einfach schlecht drauf, ohne wirklichen Grund. Und dann geht's mir plötzlich wieder besser. Einfach weil die Sonne scheint oder so. Ich bin jetzt in den Pausen bei Annalena und Lenny. Die beiden sind echt lustig. Ich finde ihre Lache überhaupt nicht schlimm. Hey, hier ist die Laura. Hi. Du, hast du schon ein Abschlusskleid? Ja, ich habe mir neulich schon eins gekauft, aber hast du denn schon eins? Nee, deswegen wollte ich dich halt fragen, ob du Lust hättest, mit mir nach Kassel zu fahren, weil ich brauche halt noch ein Kleid. Ich? Ja, du. Ja, klar, also echt voll gerne. Cool. Wann hättest du so Zeit? Wie weit bist du? Ja. Also, ich finde, eigentlich ist es ganz schön, aber es erinnert mich an einen Fliegenpilz irgendwie. Mach einfach so. Und dann steckst du das da rein. Das sieht doch ganz anständig aus. Perfekt, oder? Super. Also so können wir es nehmen. Ich finde das richtig schön. Ist das nicht zu kurz? Kurz wäre so wie Elisa. Also kannst du so lassen. Annalena ist echt voll cool. Sie trägt sogar Klamotten aus der Jungsabteilung. Oh Gott, guck mal. Wie geil. Richtig, richtig cool. Oh Gott. Oh? Aber der sieht echt gut aus. Ja. Oh, oh Gott. Das ist süß. Voll das Gewinnerlächeln. Es war voll der schöne Tag heute. Oh ja, auf jeden Fall. Das müssen wir öfters machen. Immer. Könntet ihr bitte ein bisschen leiser sein? Was ist eigentlich mit dir los? Du hast gesagt, du bist... Ich hatte wieder was mit dem Magen und lag ziemlich lange im Bett. Das war echt kacke. Ich erwarte einfach viel zu viel von mir. Ich glaube, ich muss das Ganze echt lockerer sehen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Auf dem Weg nach Frankfurt wollte ich mir überlegen, was ich Jule sagen will. Aber dann war ich plötzlich schon da und wusste immer noch nichts. Bin also planlos durch Frankfurt gelaufen, um den Kopf glatt zu kriegen. Aber ich bin immer unsicherer geworden. Soll ich erstmal klären, wo ich wohnen kann? Damit sie merkt, dass ich es ernst meine. Aber wenn die WG mit Lisa nicht klappt, wo soll ich denn dann wohnen? Jule wohnt ja bei ihren Eltern. Soll ich meine Tante in Frankfurt fragen, ob ich bei ihr wohnen kann? Will ich das überhaupt? Soll ich mir einen Job suchen und selber eine Wohnung mieten? Bei welchem Job verdient man so viel? Kann ich Schüler-BAföG beantragen? Oder würden meine Eltern mir Geld geben? Am Ende war ich dann nicht bei Jule. Ich wusste echt nicht, was ich ihr sagen soll. Vieles deins muss noch einen kleinen Moment. So, genau. Ich muss auch drüber halten. Guck mal. Guck rüber. Genau, so ist super. Und drehen.
Ein bisschen höher. Genau, schön drehen. Oh, jetzt brennt. Einen Moment nicht aufgepasst. Oh, schon schwarz. Jule hat recht. Ich denke immer nur nach und mach dann nichts. Dreh's mal ein bisschen, genau. Komm, hier. Ja? Ich muss lernen. Der Julian kann mit Pepe gehen. Und dann haben wir uns zum ersten Mal so richtig gestritten, weil Julian findet, dass ich ihn so viel rumkommandiere. Kannst du mir was zu trinken holen? Machst du noch ein Foto? Sehe ich gut aus? Stimmt ja auch. Aber ich dachte, er hilft mir gern, weil er mich liebt. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe, damit wir anfangen können. Das große Licht bitte aus. Funktionieren, auf gut Deutsch gar nicht, und nur drunter und drüber geht. Folgendes, wir machen jetzt Ich habe Josh nach der Schule zum Essen eingeladen. Ich wollte keinen Stress mehr. Aber das muss ich erst alles wieder einpendeln. Gerade ist es noch merkwürdig. Nach dem Streit mit Julian war ich so sauer, dass ich erstmal shoppen war. Meine Eltern waren ziemlich sauer. Meine Mutter hat mir dann einen Job im Altenheim besorgt. Ich war eigentlich sogar froh darüber, weil es mich ein bisschen von Julian ablenkt. Wie geht's Ihnen denn heute so? Och, so lala. So lala? Ja. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, weil das Wetter ist so schön draußen und da kriegt man doch immer gute Laune, finde ich. Ja, nur im Moment sieht's fast nach Regen aus, ne? Ja, das stimmt. Also eben, als ich noch draußen war, da war der Himmel eigentlich blau. Ja, und jetzt ist er grau. Ja. Naja. Wollen wir was spielen? Lief aber leider nicht so gut, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe. So, wer von Ihnen hatte noch mal das Wasser mit der Zitrone? Das war für mich. Dann habe ich im Restaurant nachgefragt, ob ich da kellnern darf. Haben Sie sich denn auch schon was zu essen ausgesucht? Ich hätte gerne das Rahmschnitzel, bitte. Ja. Und ich nehme das Pfeffersteak, gut durchgebraten. Okay, alles klar. Leider haben Sie mich dann nicht genommen, weil ich zu jung bin. Das hätten Sie mir auch vor dem Probetag sagen können. Gerade nervt einfach nur alles. Es gibt da so einen Jungen aus der 8. Klasse, der immer bei uns steht, obwohl wir ihn komplett ignorieren und manche ihn sogar beleidigen. Ich kann gut verstehen, wie sich das anfühlt, wenn andere asozial zu dir sind. Deshalb habe ich überlegt, ihm einfach zu sagen, er soll sich zu seinen Leuten stellen. Mir ist irgendwie klar geworden, dass ich lieber anders sein will als die anderen. Und dann war plötzlich nur noch eine Woche bis zu den Prüfungen und wir haben alle wie verrückt gelernt.
Weil ich habe ja eigentlich alles ausgerechnet. Muss ich dann Sinus Alpha, Cosinus Alpha oder Tangens Alpha? Oder muss ich da Beta nehmen? Also die normale Formel ist V gleich 1 Drittel mal Pi mal R Quadrat mal H. Und dann rechnest du die Formel mal 3 durch Pi und durch H, also in der Kurzversion. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut und würde erstmal gerne wissen, ob sich alle von euch gesund fühlen, um die Prüfung heute mitzuschreiben. Ja. Okay, dann gebe ich euch jetzt die Arbeiten. Ihr schaut euch in Ruhe die Aufgaben an und danach können wir dann die Fragen klären, okay? Bitteschön. Anfang war richtig gut, so, aber ab P7 wurde es dann immer schwerer. Du meinst das, wo man ausrechnen musste, wie groß der Kasten ist oder was? Ja, dieses graue Feld, das habe ich nicht hingekriegt. Aber das war ganz einfach, weil du hattest rechts im Trapez, hast du ja ein Dreieck drin. Die war eigentlich auch voll einfach, aber ich wusste nicht mehr, mit dem Fischen, ja, das hab ich und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie man das rechnet. Ich auch nicht. Winkel oben 36 und die beiden anderen 72. Mit Mathe war für die meisten das Schlimmste überstanden. Dann kamen noch Deutsch und Englisch. Und dann war endlich der ganze Stress vorbei und es ging los nach Italien. Er wollte nicht 2x25 für sich selber holen, deswegen musste ich einmal hingehen und einmal er. Ich habe immer noch Streit mit Julian. Und mit Janche und Elisa läuft es auch nicht so gut. Ich habe gar keine Lust auf die Klassenfahrt. Man lass dich nicht so viel dissen. Mach's gut, Cosa. Ciao. Oh. Alles klar. Ja. Viel Spaß. Ja. Tschüss. Viel Spaß. Schöne Erfahrung. Schreib mal, schick mal Fotos oder so. Das passt. Ne? Ja, nee, Fotos schicke ich nicht. Muss sein. Weil das macht so viel Internet weg. Ja, wenn, ja alles gut. Aber ich habe da ja vielleicht manchmal WLAN. Dann kann ich Fotos schicken. Wenn du WLAN hast, kannst du. Ne? Ja, okay. Viel Spaß. Ja. Die Klassenfahrt war mega cool. Alles fühlte sich so riesig an. Wir waren so müde und erleichtert und gleichzeitig traurig, dass es bald vorbei ist. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Es war eigentlich unbeschreiblich. Doch nach dieser Woche waren wir alle ein bisschen anders. Ja, was wollen wir nehmen? Keine Ahnung, was willst du nehmen? Wir können Energy nehmen. Ja, oder Cola Bier. Oder Energy. Ja, was willst du denn? Bist du sicher Energy? Mir egal. Kann auch Cola Bier nehmen. Kann auch Energy nehmen.
Du drehst die, ja, ich würde sie noch öfters drehen, das sind noch... Dreh sie mal um. Nur das eine. Das kleine, das kleine. Ein kleines. Schon. Ich hab deinen Blick gesehen. Scheiße, ah, ich brauche einen Mückenzug. Boah, ey, ich kann ja mehr. So? Nee, nee, ich will. Es gibt immer zwei Fraktionen: die einen, die rauchen, und die Alkoholiker. Oh ja, ne? Hey, Yannick! Die Landschaft ist legendär hier. Da hast du da eine Kuh. Mein Gott, sind noch mehrere. Obwohl die Klassenfahrt echt schön war, habe ich Julian total vermisst. Meine Eltern sind jetzt im Urlaub und wir haben das ganze Haus für uns allein. Umarmung. Umarmung. Sie können auch eine kostenlose bekommen. Oh. Quatsch. Huka, 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 huka. Kostenlose Umarmungen. Wir beißen nicht. Annalena hat ständig verrückte Ideen und es ist ihr total egal, wie das andere finden. Sie hat mir klargemacht, dass es immer Leute geben wird, die mich mögen. Und die anderen können mir egal sein. Josh, kannst du mal rüberkommen, mir mal helfen? Ja, Sekunde. Das ist so festes Unkraut hier. Krieg's nicht raus. Meine Eltern finden, dass ich noch zu jung bin, um nach Frankfurt zu ziehen. Kann ich irgendwie auch verstehen. Josh? Ja. Mal hier sehen, so tief verwurzelt. Probier nur noch mal, ob du es kriegst. Ich krieg's nicht. Ich spiele jetzt weniger Trompete, damit ich mehr Zeit für meine Freunde habe. Mit den beiden Niklassen war ich 5-mal in Fuck You Goethe, weil wir den so geil fanden. Wir haben nachts Pizza gegessen und zu dritt in Niklas Bett gepennt. Das war der krasseste Sommer überhaupt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt noch Trompeter werden will. Ich habe in der Toskana total viele Fotos gemacht und lange überlegt, ob ich damit was machen könnte. Jetzt habe ich angefangen, ein Musikvideo zu schneiden. Das macht total Bock. Und dann war auch schon die Musical-Premiere. Wir waren alle echt aufgeregt. Aber doch nicht, Cherie.
Du müsstest Bell nur einmal tanzen sehen. Dann würdest du auch verstehen. Oh, ich verstehe. Ich verstehe sehr gut sogar. Wir gehen jetzt nach Hause. Entspann dich mal. Deine Nasenspitze ist voll schwierig so einzudenken. Tut mir leid. Anna und ich waren zusammen in einem Bungalow und seitdem verstehen wir uns richtig gut. Nein, alles in Ordnung. Alles super. Eigentlich freue ich mich schon voll auf den Abschlussabend. Ja. Ist halt blöd, dass das mit der Band nichts geworden ist, aber... Wer macht denn jetzt eigentlich alles Musik? Was haben wir denn jetzt überhaupt? Also, der Marvin hatte mich gefragt. Da hatte ich jetzt aber nicht so Lust drauf. Irgendwie wollen die alle nicht so wirklich. Und dann halt wir mit der Big Band. Da haben wir aber auch noch keine Stücke, ne, die wir spielen wollen. Oh ne, wir spielen irgendein altes, glaube ich. Seit der Toskana bin ich irgendwie auch viel entspannter, was die Abschlussfeier angeht. Ich will selber Spaß an dem Abend haben und das kann ich nicht, wenn ich mich die ganze Zeit wegen allem so verrückt mache. Ich habe mein Video hochgeladen, bin voll gespannt, was die anderen dazu sagen. Wieder einmal entlassen wir Schülerinnen und Schüler, die sich im Verlauf der letzten Jahre zu Persönlichkeiten entwickelt haben und uns nun dann gerade, wenn sie uns besonders ans Herz gewachsen sind, wieder verlassen werden. Betrachtet man zunächst das Äußere, so wird einem schnell klar, hier sitzen junge Damen und Herren und keine Kinder in Schuhgröße 32. Ihr seid inzwischen alt genug, um zu wissen, dass wir in einer Welt und zu einer Zeit leben, die es einem alles andere als leicht machen, das zu erreichen, was man sich vornimmt. Ich wünsche euch, dass ihr euch immer genau wie ich gerne an diese Zeit erinnert, dass ihr weiterhin an die Schule denkt. Ich wünsche euch alles Gute, danke für die Zeit und macht's gut. Alles Gute. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Bleib so. Sie auch. Du auch. Komm mal. Oh, Tobi! Warte, dieses Video. Dankeschön. Das war echt der Hammer. Dankeschön. Komm. Danke. Weiter so. Bruder, Alter, was für geiles Video. Danke. Ich find's voll unglaublich, dass alle mein Video cool finden. Sogar Tabea habe ich gehört. Aber die ist mir mittlerweile auch ziemlich egal. Danke. Ich sag's euch ganz einfach, weil so gerade frei, nicht weit, nicht weit. Anna? Ja, das ist eigentlich ein Sektleser. Keine Ahnung.
Ich habe wirklich keine Ahnung. Und das Beste daran, es ist mir egal. Sag mal, was machst du jetzt eigentlich so nach der Schule? Ich gehe nach Melsungen auf die Fachoberschule. Ach, cool. Und was machst du da? Sozialwesen, also so Pädagogik. So. Ah, ja. Und du? Ich gehe mit den anderen nach Alsfeld und ich mache da Mechatronik. Ah, oh, cool. Ja, oh, ist cool. Ein bisschen speziell, aber das hat mich halt auch das andere nicht so interessiert, deswegen. Mit Jantje und Elisa ist es zwar nicht mehr wie früher, aber seit der Klassenfahrt verstehen wir uns wieder besser. Ich habe einfach gemerkt, dass da mehr von mir kommen muss, wenn ich weiter mit ihnen befreundet sein möchte. Jetzt ist es also vorbei. Und irgendwie auch nicht. Ich sehe die anderen ja nach den Ferien schon wieder. Ich hätte das durchziehen können mit Frankfurt. Vielleicht fehlt mir dazu der Antrieb. Aber vielleicht ist es auch einfach in Ordnung hier. Einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge, der Begeisterung, bergauf, mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal lieben sagen, dass du das Größte für mich. Ich gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chill-Out-Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt, die Lösung, wenn mal was hakt, so wertvoll, dass man lässt.